dunkle Wald über Mathe. Sucht man nach Mathe, werden einem direkt einige Tafeln mit mathematischen Gleichungen angezeigt. Auf dem ersten Bild sehen wir zwei mathematische Formen, ein Dreieck und ein Würfel. Die Tafel ist grün, genauso grün wie das Matheheft. Die Punkte auf dem Würfel werden Augen genannt. Zusammen mit der Farbe grün und dem Dreieck führt kein Weg an den Illuminaten vorbei. Doch nochmal zurück zum Würfel. Wenn wir alle Augen zusammenzählen, erhalten wir 21. Diese Zahl sollten wir uns merken. Doch schauen wir uns zunächst nochmal das Wort Mathe genauer an. The ist Englisch und heißt übersetzt der, die oder das. Mit dem Ma davor passt jedoch nur der, also Marder. Marder gehören zur Familie der hundeartigen Raubtiere. Hund heißt auf Englisch Dog. Dog. Hot Dog. In der Emoji-ID-Liste hat der Hot Dog die Nummer 605. Der sechste Buchstabe ist das F. Der fünfte das E. Die 0 sieht aus wie ein O, also F-O-E. Suchen wir danach, wird uns Forge of Empires vorgeschlagen. Dieses erschien am 17. April 2012. Der 17. April 2012 war der 108. Tag in diesem Jahr. Zusammen mit der 21 von vorhin erhalten wir 129. Das 129. Emoji ist das grüne Herz. Schon wieder die Farbe grün. Zufall? Ich denke nicht. Schon am Anfang konnten wir ein grünes Herz finden. Auch auf dieser Tafel finden wir ein Dreieck und ein Würfel. Dazwischen ist jedoch ein besonderes Symbol. Das sogenannte Triquetra. Dieses finden wir auch auf dem Wappen von Hoberg. Dieses ist selbstverständlich wieder mal grün. Mittig finden wir sogar ein Dreieck. Die Postleitzahl von Hoberg ist 77749. 777 plus 4 plus 9 sind 790. Doch uns fehlt noch etwas. Wir hatten am Anfang die 21 aus den Würfelaugen. Die 21 ist eine besondere Zahl, denn sie ist die 9. Fibonacci-Zahl der Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Spirale finden wir auch auf dem Tafelbild. Sie muss also wichtig sein. Zählen wir die 9 also zur 790 dazu, erhalten wir 799. Das 799. Emoji ist das UFO. Und damit kann es keiner mehr leugnen. Die Illuminaten haben Mathe erfunden, damit wir schlau genug sind, um Raketen zu bauen. Diese Leute werden dann von den Illuminaten rekrutiert, um für sie geheime UFOs zu bauen.